Also Philipp, wie fühlt es sich jetzt an, Mr. Austria zu sein? Ja, ich habe das noch gar nicht richtig realisiert. Es war gestern einfach ein Wahnsinnsgefühl. Ich habe auch nicht wirklich damit gerechnet, also ich habe mir das natürlich gewünscht, aber ja, ich bin auf der Bühne gestanden und habe es gar nicht fassen können. Und wie war der erste Moment, in dem es dann geheißen hat, ja, du bist es? Beschreib das mal, das ist dieses Gefühl. Ich habe in dem Moment gar nicht wirklich richtig denken können. Ich bin vier gegangen und mir sind so viele Gedanken durch den Kopf gegangen, ich habe gar nicht gewusst, was jetzt los ist. Also ich war ganz fertig eigentlich. Wie gehst du damit um, mit dieser ganzen Medienrummel, alle kennen dich, ist es aufregend, freut dich das? Ja, das freut mich sehr. Ja. Ich mag das gern, wenn ich im Rampenlicht stehe. Und ich habe gern mit Leuten zu tun und freue mich, neue Erfahrungen zu machen, zum Beispiel so wie da, ein kleines Interview zu halten, und das ist einfach ein super Gefühl. Und was machst du ansonsten, wenn du nicht gerade Mr. Austria bist? Ja, ich studiere, das will ich natürlich auch nicht vernachlässigen. Ich mache Musik, natürlich in meiner Freizeit und aber auch Auftritte und ja, viel trainieren. Und auch, jetzt bin ich auch ein bisschen als Model unterwegs und schaue so, dass ich einige Aufträge kriege. Ja. Okay, und nun interessiert es uns noch, weil ihr habt ja gestern so schön getanzt. Hast du vielleicht einen Lieblings-Dance-Move, den du uns jetzt kurz zeigen kannst? Ja, ich bin eigentlich gar nicht so der Tänzer, aber nein, ich weiß eigentlich gar nicht. Bikes. Irgendwas irgendwie mit den Händen oder? Ja, wir haben bei Michael Jackson immer nachgemacht und da haben wir natürlich diese Handbewegung gemacht, die typisch ist für Michael Jackson. Okay. Aber ich bin wie gesagt nicht so der Tänzer, mir hat es gut gefallen, der Choreograf hat uns das wirklich super beigebracht. Wir haben einen riesen Spaß gehabt auf der Bühne und das war auch das Wichtigste. Konntest du die Miss Austria schon kennenlernen? Ja, gestern ganz kurz zum Foto. Freust du dich schon auf sie? Sehr, ja. Wer ist sie zum Beispiel, dein Typ? Ganz fesch natürlich, ja.